So, herzlich willkommen zu unserem zweiten Let's Show von unserer Minecraft Multiplayer Welt. Ich bin Finn von MFC Gaming und ich habe ja schon letzte Folge gesagt, wir befassen uns heute ein bisschen mit der Außenwelt von unserem Gebäude. Okay. Wir gucken uns erstmal unseren schönen Garten an. Hier haben wir Blümchen gepflanzt. Dann haben wir hier einen kleinen Schlossgarten. Ich hätte gerne Karpfen da drin. Gibt's nicht. Schon schade. Und hier laufen immer Hühnchen rum. Ich würde gerne mal die Spawnrate ein bisschen runterstellen. Naja. Ist auch Wayne. Gut. Wir gehen jetzt erstmal zu unseren drei Pyramiden hier. Hier sieht man den Weg. Haben wir immer regelmäßigen Abständen die Blumen gepflanzt und mit Laternen hätte ich fast gesagt. Wie heißen die Dinger? Fackeln, genau. Hier haben wir immer so kleine Schotterwege angelegt, die auch da hinten hinführen. Sieht das nicht episch aus? Nun ja. Zeige ich euch jetzt erstmal unsere erste Pyramide hier. Das ist die Aztekenpyramide. Da oben so einer Gottheit drauf. Wir gehen da mal hoch. Ja. Eine Gottheit aus Gold. Sieht ein bisschen komisch aus in dem Texture Pack, aber Wayne interessiert's. Hier sieht man dann schon gleich die zweite Pyramide. Das ist die Lava-Pyramide, ne? Wer hätte das gedacht? Ja, besteht aus Lava. Darunter ist Obsidian. Wie bei der und bei der und bei der auch. Das kann ich euch gleich nochmal zeigen. Hier sieht man das. Da fehlt ein Stück Sand. Naja, da ist Obsidian, damit das auch nicht gesprengt werden kann, so einfach. Und, ja, da spawnen immer irgendwelche Viechers drin und das ist immer ein bisschen nervig. Aber das ist eigentlich relativ egal. Ist das nicht ein schönes Meer? Nun ja. Das haben wir hier übrigens alles künstlich angelegt, also das war nicht von vornherein alles so und auch die Kakteen haben wir alle selber gepflanzt. Also nicht, dass ihr denkt, so viel Glück hatten wir dann doch nicht. Hier wird man es erstmal plätschern. Ach ja, und hier haben wir letzte Folge aufgehört. Können wir nochmal kurz reingehen. Ja, hier war die Bahnstation. Ja, genau. Gehen wir mal wieder. Ups, gehen wir wieder hoch. So, dann zeige ich euch nochmal das Innenleben von diesem Dings. Wie man sieht, ist hier im Inneren Ruhe. Ist das nicht schön? Hier steht ein Schild. Nun ja. Gut. Ich finde, das sieht sehr idyllisch aus. Das ist übrigens der neue Sandstone. Das ist so ziemlich genau das gleiche wie Cobblestone. Nur halt mit Sand. Dann zeigen wir gleich mal das nächste. Und zwar unser großes Baumhaus. Wir nehmen hier den Schleichweg. Ich hasse diese Tiere. Ich hasse sie. Und immer, vor allen Dingen, diese Hühner. Ich meine, wer braucht Hühner? Die braucht man nicht. Das ist unnötig. Die gackern immer so blöd rum. Ne? Geht gar nicht klar. Jo. Wie gesagt, mir gefallen diese Bäume übrigens richtig gut. Diesem Laub dran. Aber es ist irgendwie unrealistisch. Ich meine, da sind alle grün. Und hier nicht. Es wären hier andere Jahreszeiten. Das ist irgendwie total unrealistisch. Aber egal. Schweine, genau. Verzieht euch. Okay. So sieht das Baumhaus aus. Das ist ziemlich groß. Können auch reingehen. Machen wir gleich mal. So. Immer Rinder. So, das ist Etage Nummer 1. Und hier sind Blätter vorgewachsen. Zu schade. Kann man gar nicht mehr rausgucken, so schön. Naja. Immer auf die zweite Etage. Da ist die Aussicht eh ein bisschen besser. So. Sind wir hier gleich in der obersten Etage. Hier hat man die schönste Aussicht. Und hier sieht man auch nochmal die Pyramiden von eben. Da die Ecke von dem Haupthaus. Die Aussicht ist nicht schlecht, oder?
Da ist die Doppelwasserpyramide. Da der schöne Laubwald. Naja, werdet ihr alles noch sehen. Gehen wir mal wieder runter. Das dauert jetzt erstmal ein bisschen. Ich hänge hier an der Ecke fest. So, noch einmal ein bisschen weiter runter, weil es so schön ist. Ich krieg gleich einen Drehwurm. Da wären wir. Hier laufen wieder irgendwelche Tierchen rum. Kurzen Schluck trinken. So, weiter geht's. Hier haben wir noch eine Mobfalle. Hier springen die Viecher dann immer rein und dann werden die da so reingetrieben. Ich kann euch das mal zeigen. Da fallen die rein und werden die da so angesogen und zerschellen dann an den Kakteen und sterben dann da qualvoll. Hier haben wir noch einen Mob-Spawner, da fallen die dann auch runter und krepieren alle miteinander. Hier geht's zur Fundgrube und... Ja, okay. Hier sieht man nochmal die Kakteen. Jo. Hier an den Seiten fallen die dann runter und werden dann da unten hingetrieben. Kann man das, was die droppen, dann einfach absammeln, ganz entspannt. Ja, gehen wir wieder hoch. So, dann gibt es noch eine Sache, die ich euch noch zeige. Und zwar den Häcksler. Den kennt ihr vielleicht von dem guten alten Gronkh. Haben wir ein bisschen abgeguckt. Das fanden wir irgendwie richtig genial und dann haben wir das auch gebaut. Naja, wen juckt's. Der ist aber ein bisschen größer als bei Gronkh, glaube ich. Wir haben den, glaube ich, mit 3 oder 4 Etagen gebaut. Bin mir nicht sicher. Naja, immer geradeaus hier. Immer schöne Wege angelegt und immer mit Blumen alles gemacht. Kakteen. Sieht man den See und da hinten, wenn man genau hinguckt. Und da, oha, ihr dürft gespannt sein. Das zeige ich euch dann wahrscheinlich in der nächsten Folge. Oder wenn ich das, keine Ahnung, wer das macht. Mal gucken, vielleicht ist das Marcel oder einer von den anderen Jockels, wer weiß. Naja, gehen wir hier hoch. Irgendwo uns nirgendwo, da wussten wir noch nicht, wo das hinführt. Haben wir erstmal offen gelassen. Naja. Dann geht's hier zum Häcksler. So, wer das noch nicht kennt, ich kann das System nochmal erklären. Man muss wissen, dass bei Minecraft die Mobs spawnen, wenn es dunkel ist. Und meistens bei Nacht, aber teilweise spawnen die auch bei Tag, wenn es wirklich komplett dunkel ist. Und in den Berg hier haben wir immer kleine Etagen reingebaut, die ins komplett dunkel ist. Und da haben wir auch Mob-Spawner reingebaut. Also die Viecher spawnen da immer in Maßen. Muh. So ein Vieh-Met hier rum. Oder Mut, oder wie das auch immer heißt. Egal. Dann hier sieht man nochmal, wie dunkel das ist. Und dann fallen die da einfach runter. Und jetzt zeige ich euch mal, wohin die dann gelangen. So, dann gehen wir mal runter hier. Lalala. Ja, und hier sieht man schon die Bahnstation von dem Häcksler. Dazu sage ich euch gleich was. Oh, da hat man es gerade live miterlebt. Da ist, glaube ich, eine Kuh verbrannt oder was das war. Auf jeden Fall. Ich habe euch gerade eben erklärt, die Viecher fallen hier runter, fallen dann ins Wasser rein. Das Wasser treibt sie dann hier in die Lava, die nicht runterfällt, da hier solche Leitern sind. Naja, ist halt Minecraft-Logik, warum das auch immer so ist. Hier ist sogar noch so eine kleine Tür mit so einem Sicherheitsschalter. Und hier geht die Tür auf. Hier ist noch ein Notausgang, falls hier mal Zombie-Invasion ist oder warum auch immer. Meinetwegen können wir da jetzt rausgehen. Ach ne, ich wollte dir noch was anderes zeigen. Und zwar von dem guten Connor. Der hat da eine kleine Kaktus. Wie nennt er das? Kaktusfarm. Die werden hier mal angespült. Ich kann das mal kurz aufkloppen hier. Würde gerne mal selber wissen, wie das aussieht. War da noch nie. Oh mein Gott. Das ist süchtig. Oh ja, ich krieg hier Damage. Ich gehe hier wieder raus. Tschüss. Okay, das kann Connor wieder zubauen. Gut. Dann gehen wir mal raus. Wie gesagt,
Die Bahnverbindung und sowas zeigen wir euch alles mal in einer anderen Folge. Gehen wir hier erstmal wieder raus. Oder wollten wir den Notausgang benutzen? Kalt sind wir schon hier um. Diese Viecher moon einem immer in die Aufnahme. Scheiß verfluchten Ekelhaften. Okay. Ja. Dann werde ich das Let's Show jetzt hier, glaube ich, mal aufhören für diese Aufnahme. Hier geht's gleich runter in den Hauptbahnhof. Denk mal, da gehen wir in der nächsten Folge rein. Oder, okay, ich zeige euch das nochmal da unten. So sieht das aus. Ihr habt wahrscheinlich schon gesehen, dass wir hier auf dem Boden immer das gleiche Schema gemacht haben. Sieht überall gleich aus, wo wir Bahnschienen gelegt haben. Ja, hier sieht man den Stargate-Tunnel. Der ist auch bekannt von Gronkh. Ah, der Typ hat einfach coole Ideen. Bauen relativ viel von dem nach mittlerweile. Naja. Hier geht es übrigens unter Wasser, also wir sind gerade unter dem Meer. Zumindest da ist es unter dem Meer. Da haben wir auch ganz lange unter dem Meer gebaut. Hier ist die Bahnverbindung zum Häcksler, hätten wir eben auch fahren können. Aber das machen wir in einer anderen Episode, denke ich mal, noch. Ach ja, hier unten haben wir noch einmal einen Weg gebaut. Mit einem Tor zur Hölle. Aber das funktioniert ja nicht in der Multiplayer-Welt. Und hier geht's doch mal zu einem ganz, ganz großen Höhlensystem. Aber ich glaube, das ist bisweilen stillgelegt. Hier haben wir auch noch gar nichts gemacht. Haben wir am Anfang gefunden. Da hatten wir, glaube ich, auch das erste Mal Diamanten gefunden. Ah, das waren noch Zeiten. Macht immer so komische Geräusche, das Ding. Und was ist das? Ist das Gold? Achso, das sind die Fackeln. Das sah eben aus wie Gold. Okay. Gut, dann würde ich sagen, ja, wir haben fast 15 Minuten. Dann war's das für diesmal mit der Episode. Mal gucken, wer das nächstes Mal macht. Vielleicht ist es Marcel, vielleicht Connor. Gut. Damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal.